Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne eine Limited Edition zeigen, die es leider nicht mehr gibt. Aber Look Fantastic hat auch noch andere. Also, ne, das kriegen wir schon hin. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in die Look Fantastic Fragrance and Beauty Edition zu gucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist so eine Limited Edition, die super schnell ausverkauft ist. Ich konnte mir jetzt tatsächlich noch eine eigene sichern und ja, weil das einfach Sinn ergeben hat. Also du zahlst 55 Euro für diese Box, hast die Produkte, die hier drin sind, mit drin, plus 61 Euro Gutschein, den du dann quasi im Look Fantastic Online Shop auf die Parfums einlösen kannst, die, glaube ich, hier auch drin sind in der Full Size. Ja, und das fand ich irgendwie logisch und deswegen habe ich das gemacht, weil Jenny's Highlights mich angefixt hat mit ihrem ganzen Parfüm-Trip. Bin ich halt vollkommen auf diesen Zug aufgesprungen und bin auch ein bisschen heiß hinter manchen Düften her. Und ja, ich habe sie mir selber gekauft. Das war jetzt auch so in der Black Friday Zeit. Also ich habe erst gedacht, packe ich die jetzt mit in meinen Black Friday Haul oder so. Nee, komm, ich zeige euch die jetzt hier so separat. Wir haben hier die Box drin, irgendwo. Da ist noch dieser Schuber außen drum rum. Und ja, in dieser Box haben wir dann Parfümminiaturen. Aber was auch dieses Mal neu hier war, du hast hier auch noch Beauty-Produkte mit am Start. Finde ich ganz interessant. Ihr hattet mich ja zum Beispiel auch drum gebeten, dass ich demnächst mal wieder ein Full-Face-Beauty-Boxen schminke. Da bin ich schon fleißig am Sammeln, Leute. Mir fehlen noch ein paar Produkte, aber vielleicht kriege ich da tatsächlich auch mal demnächst wieder was hin. Wird dann wahrscheinlich nicht mehr ganz monatlich sein, aber ja, ich versuche es halt so oft wie möglich dann auch euch zu zeigen, dass ihr dann auch die Produkte aus den Beautyboxen in Anwendung seht. Jetzt aktuell schminke ich auch recht viel von den Full Face Adventskalender, von den Adventskalenderinhalten. So ist zum Beispiel mein Look heute entstanden. Ne? Wie kriege ich dich denn jetzt hier auf? Sag mal, das will nicht. Doch, da. Meine Güte, ja, die haben die Boxen ja ein bisschen anders gemacht. Und es ist alles etwas umständlicher geworden. So, hier haben wir einmal den Blick in die Box. Und ja, wie gesagt, also du hast halt hier, oh Gott, das ist ein bisschen verstört, Leute. Sowohl Beauty-Produkte als auch Parfums. Du hast hier Miniaturen, aber auch Proben mit drin. Also hat man aber online auch gesehen. Als erstes habe ich hier von Lancaster Sun Beauty Sublime Tan. Das ist eine Face Cream mit 3 Millilitern. Ist nicht die Welt, ist eine Probe, aber immerhin. Und das ist jetzt aktuell, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass du einen Lichtschutzfaktor von 30 hast. Ja, ne, 3 Milliliter, das ist süß. Aber ich bin jetzt demnächst auch mal wieder auf Reisen und dann macht es, glaube ich, Sinn, dass ich das so mitnehme. Dann hast du halt so eine kleine 3 Milliliter Geschichte und nicht so eine Full-Size, die du da mit dir rumträgst. Hier habe ich dann auch den Flyer dazu. Da kann ich dann gegebenenfalls auch die Preise zu online finden, sofern das vermerkt ist, weil bei so diesen Miniaturen ist es immer ein bisschen schwierig, aber ich rechne das dann ja immer anhand dessen, was ich ja von der Full Size halt runter. Ne? Und von diesen Parfums kann ich mir dann, glaube ich, auch eine Full Size aussuchen. Das heißt, ich kann das erstmal schnuppern. Burberry Goddess habe ich hier als Eau de Parfum mit 1,5 Millilitern drin. Alles hat seinen Wert. Auch hier diese 1,5 Milliliter haben einen Wert, den ich euch natürlich auch einblende. Und da werde ich mich von inspirieren lassen. Da ist Lavendel drin und Vanille. Das hört sich auf jeden Fall schön an. Dann habe ich hier Chloé am Start. Das ist hier ein bisschen rausge... Irgendwie, jemand hat hier mit Fußball gespielt, das ist echt krass. Das Eau de Parfum Natural Spray und da habe ich 1,2 Milliliter drin. Da steht auch, also das ist hier so, ne? Das steht hier so rum, genau. Und dann haben wir aber auch noch Miniaturen, an denen werde ich natürlich nur so ein bisschen schnuppern. Ich packe die ja immer zur Seite. Ich habe jetzt ja dieses Jahr auch schon Miniaturen, habe ich schon einen zweiten? Nee, habe ich noch gar nicht, ne? Dann verlose ich das in diesem Video und zwar ein Parfüm-Miniaturen-Adventskalender. Da kommen dann wahrscheinlich auch diese Sachen hier mit rein, weil ich, genau, hatte euch auch schon ein Parfüm-Miniaturen-Adventskalender verlost. Ich habe aber noch viel, viel mehr und kann dementsprechend auch was machen. Also entweder sind dann halt auch vielleicht solche Proben mit drin, ne? Aber auf jeden Fall ist die ein oder andere Miniatur auch darin vertreten. Ist jetzt natürlich blöd, Adventskalender im Dezember zu verlosen, aber man kann es ja im Januar zum Beispiel auch aufmachen, wenn man möchte. Ne? Genau, alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Schau super gerne einfach mal rein. Ist mir gerade eingefallen, dass das eigentlich Sinn ergeben würde, das in Kombination mit dieser Box halt zu machen. Perfect von Marc Jacobs habe ich hier als Eau de Parfum mit 5 Millilitern. Und hier meine ich auch die Miniatur in der Vorschau gesehen zu haben. Die sah echt hübsch aus. Und ja, genau. Ja,
Habe ich das nicht sogar bei der Black Friday Edition mit verlost? Ich glaube schon, ne? Cool. Also den Parfüm-Miniaturen-Adventskalender 1.0. Und so schaut das einmal aus. Ist wunderschön. Also finde ich echt hübsch gemacht, ne? Also solche Miniaturen sind auch wirklich eine wertige Kiste. Und ich glaube, dass da viele Sammler sich auch einfach freuen, wenn es solche Editionen gibt. Deswegen sind ja auch diese Adventskalender von den Parfümerien immer so super begehrt, weil da ja auch Miniaturen drin sind. Hier habe ich Boss Bottled Eau de Toilette, aber ich glaube, das ist das Männerparfüm, oder? 5 Milliliter habe ich hier drin. Und das Boss Bottled, das gibt es aber auch für Frauen. Das ist die Männervariante. Interessant. Weil das ist das Parfüm von meinem Freund. Der liebt das. Ja, interessant. Wusste ich nicht, das hier hatte ich online nicht gesehen. War ich da irgendwie blind? Ich weiß es nicht, ist ja aber auch nicht schlimm, ne? Oh. Ach nee, das ist nicht kaputt, das sah nur so aus. Oh My Gloss habe ich hier nämlich als Beauty-Produkt noch mit dabei. Up to 6 Stunden mit Arganöl. Lip Gloss Brilliant. Von welcher Firma bist du denn? Weiß ich nicht. Rimmel London, okay. Ne, weil ich hatte das so gesehen und das sah gerade so ein bisschen aus, als wäre das Glas kaputt, aber nee, das ist so gedreht. Das finde ich natürlich richtig hübsch, ne? Mag ich gerne allein. Und so einen durchsichtigen Gloss kann man eigentlich ganz gut gebrauchen. Noch ein Beauty-Produkt hier von Sally Hansen, der wird aber weiter wandern. Good Kind Pure Lasting Color. Ja, ich mag die Farbe nicht. Precious Stone. So schaut es aus. Also ich kann mir vorstellen, dass es ganz cool aussehen könnte, wenn du jetzt deine kompletten Nägel zum Beispiel lila hast und dann auf einem Nagel, zum Beispiel auf dem Ringfinger, machst du dann diesen drauf. Ich glaube, das kommt ganz gut. Ich mache halt alle Nägel immer bunt, ne? Und ich glaube, dass das einfach für mich zu dezent ist. Tatsächlich. Wow. Okay. Wir haben ja auch noch Daisy von Marc Jacobs Oh So Fresh, ein Eau de Toilette mit 4 Millilitern drin. Oh, ich glaube, dass hier die Miniatur auch richtig hübsch sein wird, oder? Schauen wir uns das mal an. Ich denke, dass es auch alles eher so in die blumige Richtung geht. Aber durch dieses Burberry Goddess zum Beispiel, denke ich, haben wir auch eher so was Gourmandiges mit dabei. Interessante Bezeichnung ja immer, aber ich weiß, ich bin da nicht so. Genau, mega hübsch, ne? Oh, ich mag diese Blume, ja. Hübsch. Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und ich werde dann auch ein bisschen dran riechen, also, ne? Dass ich dann halt auch weiß, wie das so riecht. Dann habe ich hier auch noch etwas drin mit 7 Millilitern von Philosophy. Ein Refreshing and Refining Moisturizer. Live with Optimism. Renew with Hope. Also du sollst mit Optimismus leben und dich erneuern mit Hoffnung. Das finde ich süß. Ja, haben wir hier als Beauty-Produkt noch mit dabei. Ist jetzt keine Riesengröße, aber eigentlich geht es ja in dieser Box eher so um die Parfums, ne? Ich glaube, dass die hier die Beauty-Produkte auch mehr so als Goodie in Anführungsstrichen mit dabei gepackt haben, dass dann auch man das ein oder andere weitere Produkt sich einfach mal anschauen kann. Ist ja auch nicht verkehrt. So eine Feuchtigkeitscreme kann man gebrauchen, Lipgloss kann man gebrauchen, Nagellack kann man gebrauchen, Lichtschutzfaktor kann man gebrauchen und eine Mascara kann man auch gebrauchen. Die sieht echt zerstört aus, ne? Eine Schale Schokolade. Das ist die Rimmel London Wonder Volume Thrill Seeker Pitch Black Mascara. Bam! Ja, das ist die Mascara hier. Und die ist hier mit dabei. Die kann man auf jeden Fall, wie gesagt, gut gebrauchen. Mascara, ne? Ist ja eigentlich egal, was für einen Look man sich so schminkt. Eine Mascara geht eigentlich wohl immer. Und ich glaube, Rimmel London ist auch in England eine ziemlich beliebte Marke. Und ja, das hier ist jetzt einmal die Box gewesen. Ich finde es einfach so vom Sinn her ganz cool. Du hast online gesehen, welche Düfte drin enthalten sind. Dementsprechend wusstest du dann auch, welche Düfte du dann nachher um 60 Euro vergünstigt bekommen könntest, wenn du möchtest. Und ich werde jetzt einfach noch ein bisschen das Ganze auf mich wirken lassen und dann schauen, welchen Duft ich mir dann tatsächlich holen werde. Das werdet ihr dann mal demnächst in einem Haul oder so sehen. Und ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr diese Art der Box so findet. Und wie gesagt, in diesem Video gibt es auch einen Parfüm-Miniaturen-Adventskalender zu gewinnen. Steht alles dazu in der Infobox, habe ich euch mal reingesetzt. Also ich mache zum Beispiel jetzt auf Instagram auch jeden Tag eine Verlosung in einem Post, den ich da so mache. Einfach, weil durch die Adventskalender echt viel hier angekommen ist. Und ich habe viele Adventskalender, die ich entweder nicht ausgepackt habe oder die ich doppelt habe oder die quasi doppelt rausgebracht wurden. Also der Inhalt ist der gleiche in einem anderen gewesen.
Aber halt die Umverpackung war nur anders. So, oder ich habe mir einen Adventskalender gekauft und habe den gleichzeitig dann auch nochmal in PR zugeschickt bekommen. So halt, und dann ja, verlose ich da allerhand. Also da schaut gerne mal vorbei, da gibt es komplett, ich weiß nicht, ob ich das sogar den ganzen Dezember durchmache, ganz viele Verlosungen. Ja, und hier auf YouTube sowieso immer, ne? Das wisst ihr ja auch. Genau, ihr Lieben. Mensch, das ist es nur gewesen, ne? Ich finde, es ist einfach eine coole Sache. Ich bin froh, dass ich die noch gekriegt habe. Ich weiß gar nicht, in welcher Regelmäßigkeit die so rauskommen. Ich glaube, alle halbe Jahr ungefähr. Also ich meine, dass es ungefähr alle halbe Jahr ist. Oder immer halt so zu Ostern, zu Weihnachten oder zum Muttertag war, glaube ich, auch mal eine. Also da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, dass, wenn ich das nächste Mal sehe, dass ich euch ganz, ganz schnell dazu die Info raushaue, dass ihr dann auch Bescheid wisst, dass man die bestellen kann, ne? Weil die super schnell weg sind, was ja auch Sinn ergibt bei 55 Euro dafür bezahlen, 60 Euro Gutschein und die Produkte, ne? So nämlich. Wir wollen ja alle sparen. Ihr Lieben, ihr könnt übrigens auch, habe ich euch bestimmt schon eingeblendet, mit Claudi Welt bei Lookfantastic sparen. Das ist ein Code nur für euch. Solltet ihr über den Link in der Infobox irgendwas bestellen, bekomme ich eine kleine Provision. Aber der Code ist halt der maximale Rabatt, der halt immer so genommen wird, und der ist nur für euch. Und was ich euch empfehlen kann, wenn ihr Limited Edition Boxen bestellt, zum Beispiel gibt es jetzt ja auch die Christmas Editions, die ich euch mal so hier um mich herum einblenden kann. Die habe ich auch bestellt, die sind auch auf dem Weg zu mir, aber man sieht den Wert der, oder den Inhalt ja schon online. Wenn ihr die bestellen möchtet und den vollen Rabatt bekommen möchtet, bestellt die einzeln. Die sind ja eh ohne Versandkosten. Und wenn ihr alle drei in den Warenkorb legt, dann werden die 10 Euro Rabatt, die ihr darauf bekommt, auf alle drei Boxen umgelegt. Wenn ihr aber pro Box eine Bestellung abgebt, bekommt ihr pro Box 10 Euro Rabatt. Ist mir auch aufgefallen, fand ich ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein, aber ich habe es auch so bestellt. Ihr Lieben, das war es jetzt aber wirklich jetzt hier, ne? Gut, wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.